Jetzt erstmal nachträglich trotzdem auch nochmal alles Gute zum Vizemeister bei der Deutschen Meisterschaft der Kadetten. Jetzt weiß ich nicht, viele sagen ja, eine Bronzemedaille zu gewinnen ist manchmal, ja, was heißt schöner, als die goldene zu verlieren, aber du hast immerhin eine silberne bekommen, die immer noch besser ist als eine Bronze. Ich habe auch gelesen, ich glaube im Vorfeld zu der Deutschen, dass dein Verein geschrieben hat, diesmal muss unbedingt eine Medaille drin sein. Ich glaube, du bist die letzten Jahre, wir haben dich auch oft mit begleitet bei den Kadetten auch schon, immer so knapp vorbeigeschrammt an der Medaille und ich glaube, dieses Jahr war es die erste Medaille überhaupt, oder? Im Kadettenbereich. Genau, also das ist ja immer mit der Vorbereitung, was man sich erwartet und sowas. Und das, klar, drittes Jahr Kadetten, das muss wirklich laufen. Und dieser zweite Platz, man muss ja immer überlegen, das resultiert ja aus dem Pool Erster. Und dass ich da an der Goldmedaille vorbeigeschreitet bin, das hängt zum Teil an meinem Kapselriss, den ich da am dritten Kampf eingeholt hatte, den ich auch verloren hatte. Deswegen mache ich mir da nicht so viele Gedanken. Ich sehe da eher in die Zukunft und sehe, nächstes Jahr Junioren, erstes Jahr, muss ich gut zeigen, was ging. Auch mit dem Aufstieg in den Elitekader gibt sich da mehr Möglichkeiten und auch mehr Lehrgänge. Und ich glaube, da werde ich gut gefördert vom WRV und da ist nächstes Jahr deutlich mehr drin. Ne? Das heißt, nächstes Jahr dann, ich hoffe, Deutsche finden statt, der Sprung zu den Junioren. Da hört man auch wieder von vielen, die von der also in die höhere Klasse aufsteigen. Ja, da sind die ganzen Guten und die Älteren und so. Viele machen sich da Gedanken und Kopf. So weit bist du natürlich noch nicht, aber ich denke mal, irgendwann kommt man ja nun mal in eine Klasse höher und irgendwann ist man ja dann dort auch der Älteste. Ist das für dich eher ein Problem oder sagst du dir, Mai, jetzt bin ich halt Junior und natürlich kriege ich vielleicht am Anfang vielleicht mal auch mal die Hoke voll, aber ich bin ja nur jetzt erstmal Junior und da bin ich ja auch 3 Jahre noch dann drin. Ich glaube, wenn das Training richtig sitzt, dann geht auch schon im ersten Jahr, geht auch schon das Treppchen. Und ich glaube, wenn man im ersten Jahr mal das Treppchen drin hat, dann geht es auch wirklich weiter. Und da gibt es eigentlich nur einen Weg nach oben, weil sobald man auch älter war, das habe ich jetzt auch bei der Deutschen jetzt gespürt, ist auf jeden Fall, dass die Muskelstruktur und alles durchs Alter halt wirklich stark beeinflusst war. Ich war in 51 war ich der Größte und auf jeden Fall auch der muskulöseste. Das habe ich auf jeden Fall auch gemerkt in den Kämpfen. Da war jemand in 2007, also der war 3 Jahre jünger als ich. Und das hat man schon gemerkt, dass da einfach wirklich was fehlt. Und ich glaube, wenn ich jetzt gegen einen, ich glaube, da würde ich gegen einen 20-Jährigen ringen in den Junioren, würde ich richtig ringen. Genau. Dann wäre ich kraftmäßig nicht gut dabei, aber diese drei Komponenten, Kraft, Schnelligkeit und Technik, solange ich Schnelligkeit und Technik habe, denke ich, bin ich immer noch gut vertreten dabei. Selbst wenn ich die Muskelstruktur vom Alter nicht habe. Wie sah denn jetzt gerade deine spezielle Vorbereitung für die Deutsche aus? Ich sag mal, ich glaube, kurz davor gab es ja wieder normales Training, aber es war jetzt nicht so, dass man sich wie sonst vorbereiten konnte. Das war natürlich schon auch schwierig. Da ging natürlich auch viel privat im Kraftbereich an und ich konnte gut trainieren. Auch gerade mit dem heute ringenden Cornel Predullo, meinem Trainer, habe ich gut trainieren können und der ja auch gleichgewichtig ist und ich hatte echt viele Möglichkeiten, mich hier weiterzubilden, was mir der WRV gegeben hat und auch der TSV und wodurch ich echt keinen Mangel an Training gespürt habe mit 4 bis 6 Mal in der Woche Training, gerade durch Lehrgänge, die viel gestellt wurden in den Sommerferien, war ich da gut dabei und ich glaube, ich habe da mein maximales Potenzial ausgeschöpft dieses Jahr. Ich glaube, gerade durch die Unterstützung bei meinem Vater auch auf vielen Turnieren früher, wo ich tatsächlich nur mit meinem Vater und ich da war, gerade weil es weiter weg war und nicht jeder vom Verein den Standards gemessen war, ging da wirklich viel klar und auch ist auch eine gute Beziehung entstanden. Und ich glaube, die Unterstützung von meinem Vater, die hat mich auf jeden Fall so weit gebracht, wie es jetzt ging. Aber da wird auch viel organisiert von meinem Vater und ich sehe es natürlich im Hintergrund auch, wenn ich im selben Büro sitze oder sowas, dass da deutlich mehr dahinter steckt als eine Anmeldung und da geht Hygienekonzepte und alles. Und der macht viel Ehrenamtliches, wo ich auch sehr dankbar bin. Somit kam Folge 149, Mattes Kroh, Simon Koch, SC Roland Hamburg gegen Jan Marietschik von KSC Jena Thüringen, 2. Thank you.
Auslieger auf der Matte 3, der Elia Lucia vom ASV Schwarzheim. So, mit Matte 3 haben wir 150, Marcel Weinig, Marco von Wachhessen, Robert Hauser, AC Dortmund, Sachsen, Matte 3. Und auf der Matte 1 gab es einen Schuldensieg für die Kampfbahn Rot. Das war der Manuel Ziegler, Kirchhoff, Inning, Württemberg. Kampffolge 150, Matte 1. Italien.